So sieht es aus und vor allem so klingt es, wenn eine Mannschaft eine Saison mit einem Titelgewinn beginnt. Das ist am Wochenende der SG Kühnau gelungen. Im Supercup konnte sich die Mannschaft mit 26:22 gegen die TSG Kalbe durchsetzen. Also von der ersten Minute an, ich habe Kalbe am Anfang ein bisschen stärker eingeschätzt, waren aber auch nicht in der vollen Kolonne da. Für uns natürlich trotzdem ein grandioser Auftakt gewesen. Gibt ganz, ganz viel Schub, ganz, ganz viel Mut für die kommende Saison. Und jetzt müssen wir mal schauen, wir sind Gott sei Dank alle gesund und munter von der Fläche wieder. Es war teilweise ein bisschen ein unschönes Spiel, aber so im Großen und Ganzen könnte man vorne noch ein bisschen effektiver werden in der Chancenverwertung. Hinten stand man relativ robust und wir hatten natürlich heute wieder einen überragenden Mann, Mike Wiese. Aber im Großen und Ganzen sind wir natürlich überglücklich, dass wir den Pokal geholt haben. Dabei beeindruckte vor allem die Art und Weise, die den Erfolg der Kühnauer möglich machte. Nur dreimal gelang es der TSG, in diesem Spiel in Führung zu gehen, das letzte Mal beim 3:4 nach 12 Minuten. Ansonsten dominierte der Sachsen-Anhalt-Ligist. Sicher muss man an dieser Stelle erwähnen, dass Kalbe verletzungsbedingt mit nur einem Auswechselspieler angereist war, die Leistung der Kühnauer aber schmälerte das in keinster Weise. Schon in der letzten Saison war es die SGK, die der TSG eine von insgesamt nur zwei Niederlagen zufügte und auch diesmal sollte für Kalbe in Dessau nicht zu holen sein. Die Grün-Schwarzen haben die Neuen im Team bestens integriert, einer davon Falco Müller. Bis zur Pause hatte man den Vorsprung auf den Favoriten auf 5 Tore ausgebaut, weil sich Kalbe mit Zeitstrafen zusätzlich schwächte. Mit frischem Schwung kamen vor allem die Gäste aus der Kabine. 5 Minuten brauchte die Mannschaft von Ronald Kampe und der einstige Vorsprung der Hausherren betrug nur noch 2 Tore. Von der 36. bis zur 41. Minute ging bei Kühnau nichts. Kalbe verkürzte auf 16:14 und zwang Dessaus Trainer Armands Uschen zur Auszeit. Was auch immer, der erfahrene Kreisläufer seinen Jungs mit auf den Weg gab, es half. Bis zur 54. Minute hatte die SGK den Vorsprung wieder auf 4 Treffer ausgebaut, auch weil Mike Wiese im Kasten zu Höchstform auflief. Am Ende stand besagtes 26:21 auf der Tafel. Wir hören den Trainer der TSG. Wir haben alles ausgepackt, was wir so ein bisschen hatten, zumindest vom Einsatz her. Wir waren eine dezimierte Bank, haben da ein bisschen Probleme im Augenblick durch Verletzte und Arbeit. Mussten ja selbst Torhüter noch spielen lassen, aber ich sag mal, zweite Halbzeit war es noch mal machbar. Die Zeitstrafe, die bricht uns dann das Genick. Da gehen dann Kühnau wieder weg mit 4 Toren, das war der Genickpro letztendlich. Ansonsten haben wir einfach nur das Spiel im Angriff verloren, da haben wir zu sehr gesündigt, einfach zu viel. Die Toreffektivität war zu gering heute. Nach dem Pokalsieg sichern sich die Kühnauer mit dem Supercup den 2. Titel der Vorsaison. Das gibt Kraft für die kommende Spielzeit. Die beginnt schon am Samstag mit dem Auswärtsspiel beim USV Halle 2.